Hallo, nennt mich Isu. Ich zeige euch heute die besten Produkte, die ich benutzt habe in 2016. Ach ja, und ein schönes neues Jahr euch allen. Das ist mein erstes Video in 2016 und 2017 meine ich. Und ja. Ich hoffe, das Jahr hat für euch alles sehr gut angefangen. Für mich eigentlich ganz normal. Ja, keine Ahnung. Es ist akzeptabel, sagen wir es so. Also, und ich zeige euch einfach die Produkte, die ich 2016 benutzt habe. Die Produkte liegen hier alle hier unten. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Produkte, aber ja, mehr Favoriten habe ich eigentlich nicht. Das sind eigentlich die einzigen. Fangen wir einfach mal an mit den Beauty-Sachen. Und zwar mit Mascara. Meine Lieblingsmascara ist und bleibt die Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Ich suche schon lange, lange, lange eine Mascara, die besser ist als die, aber die ist eigentlich ganz okay. Also okay, nicht sogar besser als okay. Als Concealer habe ich da dieses hier, das Anti-Age Concealer. Ihr kennt ihn sicher, den haben viele YouTuber. Die. Und natürlich auch ein Favorit, das bleibt der Favorit, ist ein Beauty Blender. Er ist jetzt gerade ein bisschen groß, weil er ist nass. Er ist schon mega lange nass, irgendwie, er wird nicht trocken, ich weiß nicht wieso. Er schmeckt schon so nach nassen Schwamm. Aber ich habe eh einen zweiten noch, der ist schon ziemlich alt. Den habe ich das ganze Jahr gebraucht. Wirst du nicht was machen ohne Beauty Blender? Denn mein Nachbar ist ein alter Mann und er versucht gerade aus seinem Wohnung rauszukommen. Das ist alles voll Schnee. Ich glaube, er hat Angst, dass er ausrutscht. Nein, er stinkt. Für meine Augenbrauen habe ich das hier benutzt. Das ist so eine Art Rasierklinge. Und damit ist sie gewaschen. Nein, ich glaube, es hat ein paar Haare dran. Mit dem habe ich einfach, also ich habe so gezupft mit der Pinzette. Und dann mit dem habe ich noch ausgesäubert und größere Flächen rasiert. Und ja, ich fand das einfach super. Ich habe das ganze letzte Jahr eigentlich fast nur also eigentlich sind vier Highlighter drin, aber eine Palette mit Highlighter benutzt, weil die einfach so gut ist. Ich habe auch andere noch, aber der ist einfach so gut. Die Sleek Make-up. Hallo. Diese Sleek Make-up Highlighter Palette. Ihr wisst sicher auch alle, wie das aussieht. Die halten einfach so lange, da ist irgendwie so viel Produkt drin. Das war einfach die beste Highlight-Palette in diesem Jahr. Ich habe ihn auch gerade drauf. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Als Make-up-Palette, also Eyeshadow-Palette, habe ich den hier. Den habe ich jetzt schon ziemlich, ziemlich lange. Schon seit 2015 oder so. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und das hat diese Farben hier. Und ich habe diese Palette auch fast jeden Tag benutzt. Hier das Braun, das verabschiedet sich schon, weil das benutze ich auch sehr, sehr oft. Dann habe ich noch eine Eyeshadow-Palette. Die habe ich noch nicht so lange, also ein halbes Jahr oder so oder ein bisschen weniger. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke ist, denn das kommt nicht. Also, das ist von Portugal. Meine Tante hat es gebracht und sie wollte die Palette nicht, weil sie zu viel Farbe abgibt und sie halt nicht so viel Farbe auf den Augen haben will. Da hat sie es mir gegeben und zwar sieht die Palette so aus. Und es hat sehr, sehr schöne und verschiedene Farben. Also wirklich viele Farben und es ist wirklich gut pigmentiert und
Sie glitzern zwar alle, aber das ist wirklich eine sehr gute Palette. Heißt M&M, keine Ahnung. Ich habe ihn auch heute drauf für meinen Eyeliner. Und das habe ich auch mit dieser Palette gemacht. Ich meine, die Farbe ist ja sehr gut. Ach ja, falls ihr da was so Weißes seht. Das ist mir... Ich habe zum ersten Mal Fixing Spray benutzt. Und ich wusste nicht, wie das geht. Und dann habe ich gesprayt, ohne etwas zu schütteln oder so. Und dann war mein ganzes Gesicht mit weißen Punkten. Also ignoriert die weißen Punkte. Es geht jetzt hier um diese Farbe. Und die ist wirklich... Echt schön. Meine Lieblinge waren auch meine neu gekauften Pinsel und sie waren richtig billig, also wirklich billig. Ich habe sie von Amazon bestellt. Ich habe da noch nie was bestellt und sie sind jetzt nicht so die Profi-Pinsel und es gibt sicher Leute, die diese Pinsel scheiße finden, aber ich finde sie echt richtig gut für diesen Preis. Und dann sind es noch so viele. Ich habe da noch mehr auf dem Tisch, die ich jetzt nicht unbedingt zeigen muss, weil das reicht schon. Und zwar sind das diese Pinsel hier. Und ich finde sie auch wirklich gut. Sie fühlen sich richtig weich an. Sie fühlen sich einfach gut an. Ich finde sie so gut. Ich wüsste nicht, was machen ohne diese Pinsel. Ja, also die Beauty-Sachen sind jetzt eigentlich vorbei, also so Schminke und so. Was ich auch geliebt habe in diesem Jahr, war Kokosöl. Das ist wirklich Liebe. Liebe. Ich mag eigentlich Kokosnuss gar nicht so und auch den Duft nicht, den Geschmack nicht und so. Aber wirklich, ich... rasiere mich mit Kokosnussöl, ich schmiege mich ab mit Kokosnussöl. Ich mache, also meine Feuchtigkeit für die Haut habe, mache ich mit Kokosnussöl. Kokosnussöl ist wirklich eine gute Sache. Es ist auch wirklich gut gegen Pickel, habe ich gemerkt. Also, was man einen Pickel hat, so den hier, steht hier. Dann ist es ist echt wirksam und es hilft dagegen. Ich wusste das gar nicht, aber... es bringt wirklich was. Von den Düften her hatte ich zwei Dinge, die mir wirklich sehr gefallen haben. Und zwar war das eine war das Parfüm von Beyoncé. Das sieht so aus. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber es riecht wirklich so gut. Das ist so... wirklich, geht mal daran riechen. Das ist so... oh. Es ist richtig... süß und es ist etwas stärker, es ist einfach geil. Geht dran rischen, Kinder. Was mir auch gefallen hat von den Düften war eins von Victoria's Secret. Und zwar das Mango Temptation. Das hier, das riecht auch richtig gut. Das ist auch so gut, das muss ich gerade... das sind wirklich so gute Düfte. Ich wüsste nicht, was machen ohne Dry Shampoo. Wirklich. Ich habe dann den hier von Batiste. Das XXL Volume Dry Shampoo. Das ist das hier. Wirklich, wenn man keine Zeit hat, keine Lust hat, was weiß ich, oder Volumen möchte, und dann muss man das einfach reinsprühen und dann ist es schon gut. Dann ist einfach, dann hat man gleich frisch gewaschene Haare. Also nicht direkt, aber sieht so aus. Und das ist das, was zählt. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta. Und zwar ist das die White is Black Zahnpasta von Curaprox. Diese Zahnpasta macht eure Zähne weiß. Das ist wirklich kein Witz.
Ich hatte mal etwas gelbere Zähne, weil ich so viel Cola getrunken habe und so. Dann habe ich eben diese Zahnpasta gekauft und wirklich, ich war begeistert. Wirklich, die ist wirklich gut und die verspricht, was da drauf steht. Ich lüge nicht Ehrenwort, nein. Diesmal, wie macht man Ehrenwort? Ein kleiner Fingerschwur, okay. Das funktioniert wirklich. Sie ist etwas teurer, wirklich. Sie ist, ich weiß gerade den Preis nicht, ich weiß einfach, dass sie teuer ist als andere Zahnpasta, aber sie verspricht, was draufsteht. In diesem Jahr, sicher nicht nur bei mir, sondern bei sehr, sehr, sehr vielen Frauen, war Joker. Ich liebe Joker. Sie sehen immer so gut aus. Sie machen aus etwas nicht Eleganten einfach etwas Elegantes. Oder wenn man sich nicht schön fühlt, dann muss man einfach nur einen Joker anziehen. Das sieht gleich gut aus. Ah! Au! Lass los, Mann. Aber wirklich, man sieht einfach gleich besser aus mit Joker. Ich habe hier einen Schwarz. Weiß. Und das habe ich vor kurzem von einer besten Freundin bekommen. Das ist so schön. Guckt euch das an. Ich habe noch mehr. Aber das sind so die schönsten, die ich habe. So, und das waren meine Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und gebt einen Daumen hoch, wenn es so ist. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert mich und ja. You're a broken one that has made you come.